Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht. Somit ist die Debatte auch geschlossen. Wir kommen nun zur Abstimmung, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Nun gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.5 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die dies zur Kenntnis nehmen, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig und somit angenommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 9, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.6 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte auch jene Damen und Herren, die dies zur Kenntnis nehmen, ein Zeichen der Zustimmung zu geben. Auch der ist angekommen und angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 10, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.7 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für die Kenntnisnahme sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig und angenommen. Wir gelangen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 11, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.8 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und wer mit dem einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig und angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 12, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.9 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig und angenommen. Vielen Dank. Wir kommen nun zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 13, Antrag des Rechnungshofsausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.12 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit und angenommen. Einstimmig angenommen. Einstimmig, ja. Wir gelangen jetzt zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 14, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.13 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig und angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 15, Antrag des Rechnungshofsausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.14 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig und angenommen. Wir gelangen nun zum Tagesordnungspunkt 16, Antrag des Rechnungshofausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.17 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 17, Antrag des Rechnungshofsausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.18 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig angenommen. Schließlich gelangen wir zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 18, Antrag des Rechnungshofsausschusses, den vorliegenden Bericht Römisch 3.19 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Und ich bitte jene Damen und Herren, die für dessen Kenntnisnahme eintreten, um ein Zeichen der Zustimmung. Auch das ist einstimmig und angenommen. Wir gelangen.